Hallo, mein Name ist Dr. Carsten Vorweg und ich bin Bauhistoriker hier im LVR Freilichtmuseum in Kommern. Und wir stehen hier vor der Diaspora-Kapelle aus Overath. Die Diaspora-Kapelle aus Overath ist ein bauliches Zeichen für die Nachkriegszeit und symbolisiert hier praktisch den Wiederaufbau nach den Wirren des Krieges. Und zwar waren ganz viele der Kirchen durch den Krieg zerstört, auch hier im Rheinland. Und durch Flucht und Vertreibung waren sehr viele neue Rheinländerinnen und Rheinländer ins Rheinland gekommen aus Schlesien und Ostpreußen, die sich hier praktisch integrieren mussten und die neue Gemeinden bildeten und dafür auch neue Kirchen benötigten. Hier kommt dann Otto Bartning ins Spiel. Otto Bartning ist ein Architekt, der Kirchen gebaut hat und der in der Nachkriegszeit für die evangelische Kirche ein Notkirchenprogramm aufgelegt hat, bei dem sehr viele Kirchen am Stück produziert werden konnten als serielle Bauten. Und die Diaspora-Kapelle aus Overath ist eine dieser Serienkirchen, die dann 1951 gebaut worden ist. Und wie diese Konstruktion von Bartning entworfen wurde, das sehen wir jetzt in der Ausstellung. Liebe Museumsfreunde, mein Name ist Volker Kirsch, bin Architekt hier im Museum und wir befinden uns hier in den Räumen der Ausstellung zum Architekten Otto Bartning. Und Otto Bartning hat ja die Diaspora-Kapelle errichtet. Und da sehen wir hier ein Modell von der Diaspora-Kapelle, an dem man sehr anschaulich die Konstruktion der Kirche ablesen kann. Otto Bartning hatte sich schon sehr früh mit der seriellen Bauweise auseinandergesetzt und hatte auch schon in den 20er Jahren seriell erstellte Kirchen erbaut und hat dann in der Nachkriegszeit bei der Diaspora-Kapelle auch wieder auf serielle Bauteile zurückgegriffen. Die tragende Konstruktion der Kirche besteht aus diesen seriell hergestellten Dachbindern, die aus Fachwerkbindern zusammengesetzt wurden. Und zwar bestehen die Binder aus dem Obergurt auf der oberen Seite, dem Untergurt auf der unteren Seite und vertikal und horizontal angeordneten Holzstäben, die Ober- und Untergurt miteinander verbinden. Auf der Obergurtebene hat Bartning dann Bautafeln, Holzelemente vorgesehen, auf der später dann die Dachhaut aufgebaut wurde. Und nach unten, entlang des Untergurts, wurde eine weitere Holztafel aufgelegt, die dann den Kirchenraum vom Dachraum trennte. Nicht nur die Dachbinder wurden seriell hergestellt, sondern auch sämtliche Innenwände und die Eingangsseite, die Außenwand an den beiden Hauptzugängen, besteht aus seriell hergestellten Holztafelelementen. Sie erkennen hier an den Innenwänden einige Öffnungen. Und was es mit diesen Öffnungen auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mit Herrn Vorweg zusammen im Original an. Hier in der Diaspora-Kapelle sieht man sehr schön, was sich der Architekt bei der Konstruktion gedacht hat. Man sieht hier hinten die Klappen, mit denen man den hinteren Raum abtrennen konnte. Das bedeutet, die Gemeinde konnte hier im Kirchenraum im großen Saal zusammen mit dem kleinen Saal Gottesdienst feiern, wenn der Platz benötigt wurde. Wenn aber für bestimmte Gemeindearbeit wie Frauenkreis oder Konfirmandenunterricht ein kleiner Raum benötigt wurde, konnte man mit den Klappen hinten den kleinen Raum abtrennen und musste zum Beispiel im Winter nur diesen heizen. Und so zeigt sich hier auch von Otto Bartning direkt von vornherein mitgedacht eine Multifunktionalität, die in diesem Gebäude sich widerspiegelt. Das gleiche Prinzip sieht man auf der anderen Seite vorne am Altarraum. Also Otto Bartning hatte sich überlegt, dass man durch diese Klappen verschiedene Bereiche abtrennen kann. Und hier im Altarbereich konnte man den Abendmahlstisch in die Nische schieben und dann mit diesen Klappen den kompletten Nischenbereich abschließen, sodass man hier einen großen freien Raum hatte, der jetzt nicht nur für kirchliche Feiern genutzt werden konnte, sondern auch für die Gemeindearbeit, für Tanz, für Spiele, für Gruppenarbeit in diesem großen Raum. Im Laufe der Jahre kommt es in dieser Kirche, wie in vielen anderen auch, zu Veränderungen baulicher Art. Also es wurden verschiedene Dinge verändert. Die Bänke wurden
ausgetauscht und es wurde eine Bestuhlung in die Kirche gestellt. Die Altarklappen wurden entfernt, weil sie nicht mehr benötigt wurden. Und entsprechend der Kachelofen wurde ausgebaut, durch eine Fußbodenheizung ersetzt. Und diese ganzen Veränderungen wollten wir auch nicht ganz unerwähnt lassen. Wir haben den Gesamtkirchenraum im Zeitschnitt der Erbauung 1951 gezeigt oder wieder aufgebaut, aber einige Bereiche in jüngeren Zeitschnitten sehen wir jetzt hier vorne an der Seite. Wir zeigen also zwei Zeitschnitte hier in der Diaspora-Kapelle. Einmal die Aufbauzeit aus dem Erbauungsjahr von 1951 und dann die weiteren Veränderungen der Kirche mit dem Zustand, wie wir die Kirche in 2017, kurz vor dem Abbau, vorgefunden haben. Um diese späteren Veränderungen zu zeigen, haben wir im Fußboden einen Zeitschnitt gesetzt, den man baulich klar ablesen kann. Und wird sehr klar durch die unterschiedlichen Fliesenfarben, einmal dieses ursprüngliche Rot-Braun und dann diese späteren, etwas größeren Fliesen in Beige. Noch etwas deutlicher kann man diesen Zeitschnitt an der Außenfassade des Gebäudes ablesen. Und da würde ich Sie gerne jetzt nochmal mit hinnehmen. Ja, ich glaube, die Fassade spricht für sich alleine. Ganz klar ablesen kann man, dass auf der rechten Seite natürlich der ältere Zeitschnitt gezeigt wird von 1951 mit den großen Giebelfenstern und den Sprossen da drin. Und dann dieser klare Schnitt, wo wir links den Zeitschnitt von 2017 zeigen, die Fenster völlig verändert sind und auch die Fassade, die Holzfassade, durch Schiefer verdeckt wurde und auch der Putz einem viel moderneren, sehr glatten Putz gewichen ist. Die Diaspora-Kapelle ist ein sehr schönes Beispiel für frühes nachhaltiges Bauen. Also für die Konstruktion wurden sehr kleine Querschnitte von Hölzern genommen, sodass wenig Material neu verwendet werden mussten. Und für die Außenwände konnten die Gemeinden in Eigenleistung Trümmermaterialien aus dem Zweiten Weltkrieg wiederverwenden, sodass man für den Bau dieser Kirchen gar nicht so viel neues Material brauchte. Die Diaspora-Kapelle ist aber auch ein sehr schönes Beispiel für die zwei Hauptthemen unserer Baugruppe Marktplatz Rheinland. Das ist einmal Flucht und Vertreibung und Integration nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Gemeinde in Overath hat sich neu gebildet und brauchte eine Kirche. Und das andere ist der Themenbereich des seriellen Bauens, der gerade in der Nachkriegszeit und im 20. Jahrhundert eine sehr, sehr große und dominierende Rolle spielt. Und vergleichbar zu der seriell gebauten Jasper-Kapelle haben wir mehrere Gebäude hier. Wir haben zum einen die Nissenhütten, das sind Unterkünfte von Soldaten, die schon im Ersten Weltkrieg, aber dann auch im Zweiten verstärkt gebraucht wurden, um die Soldaten an der Front zu beherbergen. Und dann in der Wirtschaftswunderzeit natürlich die Fertighäuser. Und da haben wir ein sehr schönes Beispiel inzwischen hier im Freilichtmuseum stehen, und zwar das Quelle Fertighaus von 1965. Das war ein Gebäude, was man tatsächlich auch im Katalog bestellen konnte und was laut Werbung innerhalb von 5 Tagen aufgebaut werden sollte. Und was allerdings nie wirklich passiert ist, dauerte immer etwas länger. Aber es war natürlich ein Riesenunterschied zu dem konventionellen Bauen, was in dieser Zeit sehr, sehr teuer war und auch ewig lange dauerte. Und so konnte man im Prinzip in kürzerer Zeit ein Haus bauen von der Stange für die Masse.